In Hoyerswerda ist eine neue Polizeiverordnung in Kraft getreten. Da das bisherige Regelwerk nach 10 Jahren ausgelaufen ist, sind mit der Neuauflage gleich einige redaktionelle Änderungen vorgenommen worden, erläuterte der zuständige Bürgermeister Thomas Delling. Dazu gekommen sind unter anderem Paragraphen zum Lärmschutz, wie der Nachtruhe, aber auch akustischer Geräte, also Musikinstrumente, Fernseher oder Autoradio. In der Verwaltung ist man sich klar, dass es hier unterschiedliche Befindlichkeiten gibt, aber die Regelung ermöglicht jetzt zumindest einen Handlungsspielraum. Gelockert wurde der Leinenzwang für Hunde, die nun zumindest außerhalb der Ortseingangsschilder freilaufen dürfen. Auch das Katzenfüttern ist nicht mehr verboten, bei Tauben aber weiterhin. Das Trinken auf öffentlichen Plätzen wurde bewusst nicht verboten. Die Rechtslage sagt, dass es im Umfeld zu erhöhten Straftaten kommen muss. Dies sei an keinem Punkt der Stadt gegeben, so Delling. Die Polizeiverordnung regelt von höherer Gesetzeslage nicht abgedeckte Bereiche im kommunalen Raum. Darin erfasste Regelungen können bei Nichteinhaltung mit Bußgeldern von 5 bis 1.000 Euro geahndet werden. Das kleine Heft ist in allen städtischen Behörden ausgelegt und kann auch im Internet unter hoyerswerda.de abgerufen werden.